Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Und ja, ich schäme mich wirklich für die Aufnahme. Deswegen habe ich unten nochmal den zweitbesten Versuch mit eingeblendet. Einfach irgendwie habe ich mich gerade in diesem Versuch, der so gut geklappt hat, echt versprungen. Und das wollte ich jetzt einfach nicht so stehen lassen. Also ich lasse sehr, sehr oft einfach die Looms aus, treffe sie nicht richtig. Und deswegen wollte ich euch unten dann nochmal einen kleinen Versuch halt eben mit 1440 Metern zeigen. Die heutige Runde ist eigentlich sehr, sehr leicht. Das heißt, man erreicht die 1000 Meter eigentlich ohne Probleme. Weil es sind alles Elemente, die wir eigentlich schon können. Es gibt ein paar kleine Stellen, die sind knifflig, wie hier beispielsweise, dass man nichts falsch abstellt. Aber jetzt auch nichts, wo man jetzt großartig aufpassen sollte. Da habe ich mich gewundert, dass bei der Kugel auch so ein Auge mit dabei ist. Habe ich jetzt bisher auch noch nicht so gesehen. Hier springe ich auch mal wieder über die Looms drin. Ich spiele halt so schlecht, das ist. Und ziehe wirklich, ja. Hier, genau in dem Moment, wenn man unter der Spitze ist, einfach unseren Freund auslösen und dann kann man da einfach durchrennen. Also alles gar kein Ding und kein Problem. So. Hier verspringe ich mich mal wieder, weil ich vergesse, ihn auszulösen. Ja, also alles sehr, 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 sehr blöd gelaufen irgendwie. Aber ich hoffe, ihr könnt euch dann trotzdem in die Kommentare auslästern und sagen, oh mein Gott, hat der schlimm gespielt, Noob und so weiter. Ja, hier springen wir runter, rüber und sind dann schon hier an drei Ringen, die einfach auch nochmal ein paar Looms bringen, aber ja, so ein bisschen auch Pause sind. So, hier ziehen wir wieder runter, gehen rüber, springen rüber auf den Ring, rüber, auslösen. Und schon geht's weiter. Aber das sind alles Elemente, die hatten wir ja schon in anderen Runden und sind wir sehr, sehr gut gewohnt. Und für 1000 Meter ist es eigentlich noch recht einfach. Also ich war echt verwundert, dass das Schwierigkeitsgrad so leicht zwischendurch ist. So, hier auch wieder hochspringen. Erste runter, zweite hoch, auslösen. Und sollte dann eigentlich kein Problem sein. So, den hier nicht machen. Da können wir schon, bevor wir die Kette verlassen oder in dem Moment, wo wir die Kette verlassen, ihn rüberziehen. Hier wieder hoch. Und jetzt hämmere ich wieder, ihr seht unten, hämmere ich die gelbe Taste wie nochmal was. Gleiches Element nochmal. Kennen wir schon. Hier ignoriere ich den Absprung, weil der meistens eh nicht klappt, sondern springe direkt hoch. Geh hoch, geh rüber, an das Seil und haben wieder eine kleine Pause dazwischen. Unten habe ich inzwischen versagt. Ich bin genau an diesem einen Teil hängen geblieben. Ja. Hier runter, rüber, über die Ringe und hier hoch. Und den hätte ich jetzt eigentlich oben lassen sollen und genau das war mein Fehler. Aber ihr seht, Gold ist heute recht einfach zum Erreichen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, hoffentlich flammt ihr nicht zu arg und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde bei Rayman Legends. Bis dann!